Guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet ein zauberschönes Wochenende. Habt schon ein Käffchen am Start? Freut euch auf eine neue Tagesbotschaft von mir? Dann wollen wir gleich mal gucken, was los ist. Was bringt uns denn der heilige Monat? Montag. Nicht, Monat ist es auch bald. Der heilige Montag. Für eine Tagesbotschaft. Was kommt am heiligen Montag auf uns zu? Ist ja auch gerade Urlaubszeit. Vielleicht seid ihr auch gerade schon in Urlaub. Sitzt am Meer. Kriegt Nachrichten von eurem Seelenschatz. Urlaub, was sag ich? Vielleicht sitzt ihr gerade am Meer und kriegt eine Botschaft von eurem Seelenschatz. Okay, mache ich. Der sich gerade in einer Transformation befindet. Mit Nachrichten, gerne mit schnellen Nachrichten, gerne auf euch zukommen würde. Eine Karte noch bitte, liebes Universum. Dankeschön. Ja, es geht heute um dich. Es geht um dich. Irgendwas macht dir Angst. Irgendetwas macht dir Angst. Hoch, runter, in die Technik. Ihr Lieben, es wird nie funktionieren. Es wird nie so funktionieren, wie ich es gerne hätte. So. Irgendetwas macht euch Angst. Braucht's aber gar nicht. Es kommt zu einem Abschluss. Heute oder die nächsten Tage kriege ich gerade rein. Es kommt zu einem Abschluss, der euch im Moment noch ein bisschen ängstigt. Braucht's aber gar nicht. Es kommen gute Nachrichten auf euch zu. Es kommen weise Nachrichten auf euch zu. Ihr werdet weise entscheiden. Und es kommen schnelle Nachrichten. Es müssen noch ein paar Klippen umschifft werden, kriege ich gerade. Es müssen noch ein paar Klippen umschifft werden. Und dann kommen schnelle Entscheidungen. Es könnte auch sein, dass ihr Job wechselt. Zum 1.7. jetzt. Was euch ein bisschen mulmiges Gefühl macht. Brauchst aber nicht. Es ist natürlich ganz klar, wenn man einen Job wechselt, was Neues anfängt, ist es immer so. Das, was Altes zu Ende geht, dass ihr euch auf eine neue Reise begebt, die ihr vorher sehr weise angegangen seid. Ja, es könnte ein Job sein. Ja, Öffentlichkeit, braucht keine Angst zu haben, dass ihr, dass es Blockaden, braucht ihr also keine Angst zu haben. Es läuft alles mit Erfolg, diese Veränderung mit Glück, Herzenssache. Moment mal. So, wenn wir jetzt mal gucken, ob es was mit der Liebe zu tun hat, fühlt sich, glaube ich, aber gar nicht so an für mich, nee. Es fühlt sich eher nach einem Aufbruch an. Es fühlt sich nach einem Aufbruch an zu neuen Ufern. Das habt ihr sehr weise gemacht. Braucht keine Ängste zu haben. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt, sonstiger Art, auch keine Angst. Das Licht am Ende des Tunnels leuchtet, kriege ich gerade. Also irgendwas hat es mit der Öffentlichkeit zu tun. Also es
Es fühlt sich irgendwie an wie ein neuer Vertrag zum 1.7., dass ihr die Arbeitsstelle wechselt, damit endlich die Blockaden rausgehen, die ihr bis jetzt auf der alten Arbeit hattet. Mit Erfolg kommt es zur Veränderung. Es wartet das ganz große Glück auf euch. Und ihr werdet es mit Herzblut angehen. Also alles, was jetzt neu auf euch zukommt, was ihr neu anfangt, jetzt die kommenden Tage, ist von dem Universum geführt. Ja, wie gesagt, keine Angst. Keine Angst, bleibt ganz ruhig sitzen, alles wird gut. Wie gesagt, das Licht am Ende des Tunnels leuchtet, es sind noch ein paar Klippen zu umschiffen, aber es ist alles gut. Und wenn du wirklich gerade in Urlaub bist, kann es sein, dass du dich transformierst, dass du in die Transformation gehst und Sachen lösen tust, die für dich immer mit sehr viel Ängsten zu tun hatten. Schreibst vielleicht einen Brief an jemanden, wo du die ganze Zeit keinen Kontakt hattest, weißt aber die ganze Zeit schon, da müsste man sich mal wieder melden. Kann aber auch sein, dass der schneckerisch aus dem Rückzug kommt und vielleicht mit dir in Urlaub fahren möchte. So, die himmlischen Helfer, wenn man abgelenkt ist. So. Also es hat irgendwas mit einer Reise zu tun. Es ist schon wieder die gute Reise. Also es könnte wirklich sein, dass dein Herzmensch dich auf eine Reise einlädt, dass er sich transformiert hat, dass er aus seinem Rückzug kommt. Ich finde halt die Eulen auch immer als Liebespaar für mich, ganz allein wieder für mich in diesem Kartendeck. Die sind sich sehr zugetan. Ja, dass er mit einer schnellen Nachricht auf dich zukommt und sagt, du Schatz, ich habe für uns gebucht. Was dir vielleicht ein bisschen Angst macht mit der jetzigen Situation noch, brauchst du aber nicht. Geht alles gut aus. Der Brief könnte die Ticket sein. Vielleicht habt ihr im Moment keine so friedvolle Situation gehabt. Ja. Also vielleicht habt ihr momentan keine ruhige Beziehung gehabt und er überrascht dich jetzt mit Tickets für in Urlaub. Macht dir ein bisschen Angst, brauchst aber nicht. Mutter Maria ist an deiner Seite, sie beschützt dich. Ja, der heilige Christophorus für die gute Reise. Und sprich deine Wahrheit aus. Ja, vielleicht sprecht ihr euch jetzt aus. Vielleicht kommt es zu einer Versöhnung, weil einer von euch in die Transformation gegangen ist und ihr wagt jetzt im Urlaub vielleicht einen Neustart. Sehr schön. So, mal gucken, was die Weisheitskarten noch sagen. The Map soll ich noch nehmen für heute. Ja, oder wie gesagt, das ist ein neuer Job. Mir kommt auch immer noch Job rein. Also es könnte eine Reise sein, es könnte aber auch ein neuer Job sein. Brauchst keine Angst zu haben, es liegt mit Erfolg da, alles wird gut. Okay, die untere hiervon, der Zauberer der Bewusstheit. Mach dir also bewusst, was du möchtest. Es kommt zur Heilung, weil, also wirklich, es kann wirklich sein, dass ihr im Moment keine gute Phase in eurer Beziehung gehabt habt. Also nicht im Moment, sondern in vergangener Zeit. So ist es richtig. Dass ihr in vergangener Zeit keine schöne Beziehung geführt habt, dass alles ein bisschen eingeschlafen war und du dich so wie im Sumpf gefühlt hast, ich komme nicht mehr raus.
Es ist alles irgendwie so schwer geworden, es ist keine Leichtigkeit mehr drin. Und dass er dich jetzt wirklich mit dem Urlaub überrascht. Oder dass ihr beide sagt, okay, wir probieren es nochmal, wir fahren zusammen in den Urlaub. Was dir ein bisschen Angst macht, braucht es aber wirklich nicht, denn es kommt zur Heilung. Und du wirst dir im Urlaub, wenn es um den Urlaub gehen sollte, wie gesagt, immer eine allgemeine Legung, kann für jeden nicht zutreffen. Wäre schön, wenn es jeden Morgen so wäre, kann es aber nicht. Und dann bist du wieder im goldenen Palast. Sehr schön. Sehr schön. Und du sollst bitte nicht auf den Kobold auf deiner Schulter hören, der dir sagt, wird eh nichts, lass es bleiben. Geh mit offenem Herzen voraus. Dein Herz wird dich leiten. Ja. So. Was hat uns denn die Liebe noch zu sagen? Schauen wir jetzt erstmal für die Liebe und dann nehmen wir noch eine Transformationskarte, wenn es doch um Beruf geht. Ich krieg so beides rein, entweder die Liebe oder den neuen Job. Aber du brauchst bei beidem keine Angst zu haben. Es kommt also zur Heilung. So. Hammer. Genau. Also wenn es um die Liebe geht, bitte Gespräche von Herz zu Herz. Sprecht ehrlich miteinander über eure Gefühle, was man wirklich in einem Urlaub sehr gut tun kann. Sprecht euch aus. Redet viel miteinander. Gerade diese Gespräche, die gehen ja täglich so ein bisschen unter. Jeder ist in seinem Trott drin. Wir sprechen alle viel tagsüber und dann haben wir abends nicht mehr so die richtige Lust. Es gehört aber einfach zu einer guten Beziehung dazu, dass man auch miteinander spricht. Und dann befreie dich. Es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzuholen. Also, ja, ich fühle wirklich, es war in letzter Zeit nicht so rosig bei euch und jetzt kommen neue Zeiten. Also, vielleicht musst du auch dir eingestehen, dass du ja, die Kontrolle über dein Leben ein bisschen verloren hast, weil du dich vielleicht so aufgeopfert hast, was man ja heutzutage macht. Kinder, Beruf, Job. Beruf und Job ist dasselbe, merke ich gerade. Ja, was man sonst noch zu tun hat. Die ganzen häuslichen Pflichten. Man rennt von A nach B, von B nach C. Vielleicht solltest du dir wieder ein bisschen die Kontrolle über dein Leben zurückholen und auch mal was tun, was dir gut tut. Friseur, Kosmetikerin, Massage, whatever. So. Jetzt. Ach so, genau, hatten wir ja gesagt. Hatten wir ja gesagt. Transformation, falls um einen Job, falls es um einen Job geht. Liebes Universum, bitte eine Transformationskarte. Dankeschön. Zwei, vielen Dank. Ja, dann könnte es wirklich, wenn es um einen Job geht, könnte es um einen Umzug gehen. Also sprich um eine neue, Wahnsinn, um einen neuen Job, also dass du von dem alten Job weggehst, zu dem neuen gehst. Dann kommt die Selbstfürsorge, was also auch wieder passt, befreie dich. Achte auf dich, mach, was du möchtest, nicht was die anderen möchten. Du musst machen, was dir gut tut, nicht was der Umwelt gut tut. Du bist die Königin in deinem Leben. So, und hab Mut für eine Veränderung. Sowohl in der Liebe als auch im Job. Ich krieg beides rein. Ich krieg einmal die Liebe rein und dann krieg ich einen Job rein. Also, falls es einen neuen Job gibt, es wird alles gut. Du brauchst keine Ängste zu haben. Wie gesagt, klar ist man ein bisschen aufgeregt, wenn es was Neues ist, aber du wirst alles meistern. Das Universum ist bei dir. So. So, ich glaube, ich brauche gar nichts zu sagen. Ihr seht schon. Also, wenn es die Liebe ist, ich liebe dich. Erfolg, hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Und die göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Da legen wir doch aber mal ganz oben drauf. Ich liebe dich, weil es so schön ist. So, also, falls ihr in Urlaub fahrt, sprecht viel mit eurem Partner. Lasst euch gut tun. Ganz viel Info gerade. Lasst euch gut gehen. Tut, was euch gut tut. Seid wieder verspielt und verliebt miteinander. Findet eure Liebe. Und falls es um einen Job geht, dann werdet ihr auch mit Liebe machen. So,
Ich wünsche euch einen traumhaft schönen Montag. Tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Bis morgen. Ciao, ciao.